Konrad, einen schönen guten Tag. Schönen guten Tag. Wir sind hier bei Ihnen am Stand, Becker Hörakustik, ein, ich sag jetzt mal, ein alteingesessenes Koblenzer Unternehmen. Aber nicht nur in Koblenz. Sie haben ja doch schon sehr stark expandiert. Ja? Ja. Mittlerweile wie viel? 21 Filialen. 21 Filialen. Ihr Unternehmen ist jetzt auch schon nicht nur das erste Mal hier auf der Messe und Sie haben ja ein spezielles Angebot. Gerade jetzt einmal, was wir auch so sehen hier mit den Dummies, Hörtest. Aber auch, Sie haben das Thema Tinnitus sich dem verschrieben. Wir haben hier auch eine spezielle Schaltkabine. Genau. Und da wird was wird da gemacht? Ja, also da können wir, hier machen wir so einen groben Screening-Test, dass wir merken, aha, da werden die Frequenzen gehört oder nicht gehört. Und wenn sie hier nicht alle gehört werden, dann haben wir die Möglichkeit eben dort auf eine differenziertere Art den Hörverlust festzustellen, ein Hörprofil zu erstellen, sodass wir von da aus schon sehr korrekte und gute Angaben machen können, wie es sich ums Hörverhalten des Menschen steht. Ja. Ich meine, hört der Deutsche schlecht? Also wenn wir es jetzt mal so fragen. Ja, also es gibt ja einen riesen Unterschied zwischen Hören und Verstehen. Viele Menschen hören ja noch wunderbar, sagen aber, wenn ich in Gesellschaft bin, verstehe ich einfach nichts mehr. Mhm. Und das liegt daran, dass halt die tiefen Frequenzen oftmals auch gut gehört werden. Tiefe Frequenzen sind notwendig für die Lautstärke der Sprache. Ja. Was wir brauchen, sind die hohen Frequenzen, um in einer geräuschvollen Umgebung verstehen zu können, weil die Konsonanten sind im hochfrequenten Bereich angesiedelt und wenn die weg sind, dann hat man eigentlich nur diesen Party-Effekt, dass man nur Rauschen und Krams um die Ohren hat, aber nichts mehr differenziert versteht. Ja, also mir geht es selber so, ich habe einen leichten Tinnitus, auch im höheren Bereich, wie Sie das schon erwähnt haben und gut, er ist noch nicht so stark ausgeprägt, aber wie gesagt, man muss sich auch mit diesem Thema natürlich beschäftigen und ich gehe auch davon aus, dass es nicht nur ältere Leute betrifft. Also Tinnitus ist ja ein großes Thema und oftmals ist es so, dass neben dem Hörverlust eben auch ein Pfeifen oder Rauschen, das eben nicht von außen kommt, im Kopf der Menschen ist. Ja. Und das muss man auch wieder sehr differenziert sehen. Oftmals ist es so, wenn ein Hörverlust vorherrscht, dann wird in der Frequenz, wo der maximale Hörverlust ist, versuchen dann die benachbarten Zellen, diesen Hörverlust auszugleichen. Da kommt es zu internen Rückkopplungsprozessen und das ergibt Tinnitus. Kann man wunderbar testen, wenn man demjenigen dann so ein offenes Gerät ans Ohr hängt. Das heißt, die tiefen Töne werden normal in den Gehörgang gelassen und nur die hohen Frequenzen, die schlecht gehört werden, kommen dazu, verschwindet oftmals der Tinnitus. Und auf der anderen Seite ist es unsere Lebensweise, dass wir uns einfach zu viel auflasten, dass wir zu viel um die Ohren haben. Ja. Und da muss man halt gucken, dass man in seinem sogenannten Fass der Lebensakzeptanzen mal ein bisschen aufräumt. Und da ist der Tinnitus das Zeichen und Barometer, um mal einen Blick nach innen zu werfen und zu sagen, Mann, vielleicht habe ich doch ein bisschen viel um die Ohren. Ja. Und dann vielen Dank fürs Interview. Ja, sehr gerne. Ich danke auch. Tschüss.